das war gestern schon meine 7. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Schön, dass gestern beim lang ersehnten Abschiedsbesuch von Bush auch heikle Themen angesprochen wurden. Zum Beispiel das Einfuhrverbot für amerikanische Hühner, die mit Chlor behandelt wurden. Ich meine, was soll das denn auch? Da ist die Suppe wenigstens gleich desinfiziert. Ja ehrlich, die behandeln die Hühner hier in Europa, als wären es irgendwelche Touristen in den USA. Obwohl, der Trend geht ja sowieso zur Eigenhuhnhaltung. Dank Eglo, dem schicken Designer-Hühnerstall für den Garten. Mit praktischer Öffnung, um der Mutter die Neugeborenen schnell zu entreißen. Nein, das ist schon gut. Viele Kinder kennen Vögel ja höchstens noch vom Grill. Oder von den Bildern von Dickie Graham. Dem englischen Künstler und Bildhauer, der das Tier in so ziemlich jedem Alltagsgegenstand weckt. Nicht schlecht, Herr Nähmaschine. Ja, wenn man da einen schnellen Brüter erwischt, hat man jeden Tag frische Eier. Nur die armen Hühner selbst bitte nicht essen. Und um ganz sicher zu gehen, dass das nicht passiert, hier jetzt noch die herzergreifende Geschichte von Paco. Ich meine, wer würde sowas im echten Leben dann noch übers Herz bringen? Oft sagen Bilder ja mehr als 1000 Worte. Die bei colorlovers.com haben das auch verstanden. Und deswegen mal in einem kleinen Experiment die Farbbeschreibungen von Buchautoren durch die tatsächlichen Farben ersetzt. Und wer jetzt selbst mal ein bisschen mit Farbe rumexperimentieren will, der kann das bei Bomomo tun. Eine nette Online-Anwendung, bei der man sich mit verschiedenen virtuellen Werkzeugen nochmal selbst davon überzeugen kann, dass man besser in der Buchhaltung bleibt. Der Busch übrigens wäre jetzt bestimmt viel lieber zu Hause, auf seiner Ranch bei den anderen Hornochsen. Aber gut, das geht wohl jedem so. Das Gefühl, ein Zuhause zu haben, ist ja unheimlich wichtig. Leider merkt man das oft erst, wenn dieses Zuhause nicht mehr da ist. Wie in dem eindrucksvollen Kurzfilm Home, der collagenartig die Geschichte einer Familie erzählt, die ihr Haus und Zuhause durch Hurricane Katrina verlor. Aber man muss doch auch nicht immer gleich so weit verreisen. Warum nicht einfach mal nur einen Kurztrip? Zum Beispiel Italien, Schweiz und gleich wieder zurück. Oder noch kürzer. Und dafür gibt es jetzt Citypendler, eine ganz neue Website, die Mitfahrgelegenheiten für kurze Strecken vermittelt. So kann man sogar die Umwelt schonen, indem man gemeinsam zum Zigarettenautomaten fährt. Nee, sorry, das war gerade echt unfair mit den Italienern. Ich hoffe wirklich sehr, dass sie sich jetzt bei den nächsten Spielen nicht fallen lassen, hängen lassen. Hier können sie ihre vernichtende Niederlage auf jeden Fall nochmal genau analysieren. Dank dieser tollen 3D-Animationen aller bisher geschossenen EM-Tore. Ja, und das Salz kann man sogar aus 3 verschiedenen Kameraperspektiven in die Wunde streuen. Ich war ja gestern auch wieder beim Public Viewing. Nee, nicht Spanien, Russland. Steve Jobs. Das neue iPhone gibt's doch jetzt mit GPS, UMTS, ach, ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen, was halt so Standard ist. Da kann man dann noch leichter Musikdateien runterladen, die als Fotos getarnt sind. Also um Musikpiraten zu täuschen. Und der Sicherheit dient auch meinepasswortkarte.de. Nochmal ein Link, der dabei helfen kann, sichere Passwörter zu generieren, die man dann auch nicht vergisst. Also merken. Passwort.com. Passwörteraufkarten.org. Nee, Sekunde, ich hab's gleich. Ehrensenf. Das war die EM, Ehrensenf. Ich bin Janine und ciao. Tschüss. So, und jetzt ein Cappuccino.